ich begrüße euch zu einem neuen Video, das sich heute mal wieder um das Thema Food dreht. Aber ich koche oder backe heute nichts, sondern habe mal wieder eine Foodbox, die ich mit euch gemeinsam oder beziehungsweise für euch testen möchte. Und zwar geht es heute um die Whole Food Box. Das Ganze sieht so aus. Mir wurde diese Box freundlicherweise von der Firma Whole Food Box zur Verfügung gestellt, damit ich euch das Ganze vorstellen kann und damit ich auch mal so ein bisschen sehen kann, was denn da also alles drin ist. Das Prinzip dieser Foodboxen ist euch sicherlich schon ein Begriff. Ihr schließt ein Abo ab und ihr bekommt jeden Monat eine Box mit Überraschungsprodukten nach Hause zugeschickt. In der Whole Food Box sind nur vegane Produkte in Bioqualität enthalten und es sind pro Box immer so 8 bis 10 Produkte drin mit einem Mindestwert, meine ich, von 30 Euro. Ich liebe diese Boxen, erstens, weil ich mich total gerne überraschen lasse und zweitens, weil ich auch so einfach mal neue Produkte ausprobieren kann, auf die ich anders nicht aufmerksam geworden wäre. Und deswegen bin ich super gespannt, was hier drin ist. Bei der Whole Food Box sind, so wie ich das verstanden habe, immer Produkte aus verschiedenen Kategorien dabei. Einmal aus der Kategorie Basics, wie jetzt zum Beispiel Getreideprodukte, dann aber auch noch Tees oder Drinks oder Snacks. Also es ist von jedem so ein kleines bisschen was dabei und das finde ich super. Und ich bin schon richtig gespannt, aber einmal kurz vorweg, wenn ihr neugierig auf diese Box seid und das Ganze auch mal selber ausprobieren möchtet, dann würde ich euch empfehlen, bis zum Schluss dran zu bleiben, dieses Video bis zum Schluss zu sehen, denn ihr könnt natürlich auch etwas gewinnen und zwar auch eine Box, eine Whole Food Box wird euch nach Hause geschickt. Alle Infos dazu gibt es dann am Ende dieses Videos. Aber jetzt wollen wir erstmal wirklich auspacken, denn ich bin super gespannt, was da drin ist. Mich hat das Paket gestern erreicht und ich war überrascht, wie schwer es ist. Also es hat schon ordentlich Gewicht, deswegen schauen wir mal nach. Also es sieht schon mal sehr schick aus. Mal gucken, ob ich das jetzt in die Kamera halten kann. So sieht das Ganze aus, wenn man den Deckel öffnet. Mit gelbem Seidenpapier und hier ist mit deinem Aufkleber zu mit Liebe für dich zusammengestellt. Und hier ist jetzt ganz viel Verpackungsmaterial und das sieht schon mal sehr gut aus. Das sieht richtig gut aus. Okay, jetzt werde ich mir so richtig das Bett versauen, indem ich das jetzt aufs Bett lege. Also das Erste, was mich jetzt hier gerade in die Augen springt, ist dieses hier. Sieht so aus. Und zwar ist das von der Firma Naturia Bio Kakao Super Boost. Der ultimative Mix aus 6 Supernahrungsmitteln mit Kakaonips, Hanfsamen, Maulbeeren, Chiasamen, Goji-Beeren und Kokosraspeln. Finde ich mega. Das kann man bestimmt super so als Topping fürs Müsli nehmen. Und da ich im Moment Müsli mit frischem Obst mein absolutes Lieblingsfrühstück ist, passt das einfach perfekt. Machen Sie jedes Frühstück und jede Snackpause zu einer genussvollen Entdeckungsreise. Also das finde ich schon mal richtig gut. Auf sowas stehe ich total. Dann haben wir hier noch was zum Snacken. Und zwar von Landgarten Bio-Knabbermix Original. Sonnenblumenkerne, Sojabohnen, Kürbiskerne. Vegan und glutenfrei. Mischung aus gerösteten und gesalzenen Sojabohnen, Sonnenblumenkerne und Kürbiskernen. Ja, sowas finde ich auch immer super. Dann gerade jetzt in der Schwangerschaft kann ich das ganz gut gebrauchen, dass ich nicht zu dem ungesunden Kram greife, sondern vielleicht lieber sowas snacke. Ich meine, Kürbiskerne sind ja auch super eisenhaltig, soweit ich weiß. Und ich brauche ganz dringend Eisen, deswegen finde ich das auf jeden Fall auch richtig gut. So, ist aber ganz schön viel drin, sehe ich gerade. Das ist echt cool. So, als Nächstes haben wir von Bohlsener Mühle Maisvollkornmehl. Das habe ich noch nie gehabt. Ich weiß jetzt auf Anhieb auch nicht so genau, was ich damit Schönes machen kann. Aber da finde ich auf jeden Fall eine Verwendung für. Da muss ich einfach mal ein bisschen googeln nach Rezepten. Finde ich ganz spannend. Also hätte ich mir nie gekauft. Deswegen mag ich diese Boxen so gerne, weil Sachen drin sind, die ich sonst nie ausprobieren würde. Und wer weiß, vielleicht stehe ich ja total drauf und finde es richtig gut. Deswegen, finde ich auch sehr gut. Oh ja, das finde ich auch richtig toll. Von Sonnentor ein Bio-Kräuter-Früchte-Tee und zwar frohe Ostern. Finde ich total niedlich. Der sieht schon super süß aus mit dem Osterhasen hier drauf und passt in die in die Osterzeit. Und was ist denn hier drin? Äpfel, Zitronenmelisse, grüner Hafer, Rosenblüten, Ringelblumen, Cranberry,
Lavendel, Lindenblüten, Zitronenverbene, Kamille, Kornblüten, Malvenblüten. Ja, ich stehe total auf Tee und es passt sehr gut, da mein Tee gerade auch ausgegangen ist. Deswegen werde ich den auf jeden Fall probieren und bin sehr gespannt drauf, wie der schmeckt. Dann ein Riegel Choco Spiro Brownie von Akal Food. Was ist hier drin? Datteln, Rohkakaopulver und hohe Kakaomasse, Mandel, Cashewnüsse, Agavesirup und Spirulina. Ja, Riegel, ups, falsch rum. Probiere ich auch immer sehr gerne, teste ich gerne was Neues aus und die sind immer super. Ich habe immer einen Riegel in meiner Handtasche, weil mich jetzt einfach im Moment immer so plötzlich der Hunger überkommt. Und damit ich nicht einfach zum Bäcker gehe und mir irgendwie Süßkram kaufe oder so, habe ich immer einen Riegel dabei und deswegen passt das einfach perfekt. Hier ist noch was Kleines, was ich super spannend finde. Basilikumsamen von Davert habe ich noch nie gehört und noch nie gesehen. Hier steht auch drauf, zu verwenden wie Chia. Reich an Ballaststoffen, reich an Omega-3-Fettsäuren, reich an Kalzium. Unsere Entdeckung des Jahres steht noch drauf. Finde ich mega. Also das kann man sich, ja wahrscheinlich wenn wie Chia, kann ich mir das dann noch einfach oben auf mein Müsli drauf machen. Ich mache mir sowieso immer Chiasamen auf mein Müsli im Moment. Oder hier steht drauf, dass man daraus ja wie so ein Gel machen kann, indem man das mit Wasser verrührt und dann kann man das in Saft, Smoothies oder Joghurt einrühren oder zum Binden von Backwaren verwenden. Ich glaube, da werde ich mich noch mal ein bisschen informieren, ob ich mir das auch so wie Chiasamen aus Müsli machen kann. Aber ja, das finde ich richtig gut, super spannend. Oh ja, das finde ich auch richtig gut. Und zwar ein Glas Kürbispüree. Sieht so aus, von der Marke Georg. Bio Hokkaido pur. Das finde ich richtig spannend. Da kann ich auf jeden Fall was richtig Leckeres. Da suche ich mir was richtig Leckeres aus, was ich damit machen kann. Entweder zum Backen oder Kochen. Georg, markgeorgthalhammer.de. Noch nie gehört, aber ja, finde ich super spannend. Ja, genau, so einen klassischen Pumpkin Pie oder so kann man damit ja auch machen. Finde ich richtig gut. Bin ich mega gespannt drauf. Und dann, das sieht mir nach einem Getränk aus. Taste Nirvana. Ah, Kokosnusswasser ist das. Organic Coconut Water. Happiness Inside. Ohne Fruchtfleisch. Ja, die Firma heißt Taste Nirvana. Und das ist eine Glasflasche, also kein Plastik. Und hier steht auch noch drauf, ist kein Zucker beigefügt. Und nicht aus Konzentrat gewonnen. Deswegen, ja, Kokoswasser. Ich glaube, ich habe es noch gar nicht so oft getrunken. Ich habe es erst ein paar Mal probiert. Ich glaube, ich habe es nur zweimal getrunken oder so bisher. Und irgendwie war ich so, ja, es schmeckt halt, hat keinen besonderen Geschmack irgendwie für mich gehabt. Aber es soll ja mega gesund sein. Und ja, als gekühlt kann ich mir das schon irgendwie ganz spannend vorstellen. Also ich werde es auf jeden Fall testen, das ist klar. Und das Letzte, ups. Ah ja, Bio-Hanfsamen geschält von Hensel. Zubereitung kann zum Beispiel Müsli, Joghurt oder Desserts aufwerten, zum Backen verwendet oder pur genossen werden. Habe ich vorher, ich habe schon mal gehört Hanfsamen, aber ich habe noch nie gewusst, irgendwie wofür man das benutzt. Aber es ist ja ganz praktisch, dann kann ich mir auch das auf mein Müsli machen. Hier stehen auch natürliche Proteinquelle, reich an Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren ist jetzt gerade bei mir im Moment auch ja, ganz hoch im Kurs. Brauche ich unbedingt. Deswegen ist das auf jeden Fall auch spannend. Und das gehört auch so zu diesen Dingen, wo ich wahrscheinlich niemals auf die Idee gekommen wäre, mir das zu kaufen. Hier ist auch ein Rezept drauf für so Kraftkugeln mit Bio-Hanfsamen. Ja, finde ich super interessant. Werde ich probieren, auf jeden Fall. Richtig gut. So, das war's mit den Produkten. Hier sind noch, hier ist noch eine Zeitschrift dabei und zwar Kochen ohne Knochen, wenn ich das, ja, Kochen ohne Knochen. Sieht so aus, ist wahrscheinlich alles vegane Rezepte oder Artikel, geht wahrscheinlich rund um das vegane Leben hier drin. Cool, ja, finde ich auf jeden Fall spannend. Mit ein paar schönen Rezepten auch noch hinten drin, ja super. Sehr gut. Ich, was haben wir hier noch? Noch ein Rezept, Basilikum-Kiwi-Limonade von Davert.
Und auch nochmal ein Flyer von Hänsel von den Hanfsamen. Das war die März Whole Food Box. Ich bin auf jeden Fall positiv überrascht. Ich kann mit allen Sachen hier drin was anfangen auf jeden Fall. Und freue mich vor allem über den Tee und über das Kürbispüree und über die ganzen leckeren neuen Müsli-Toppings. Und ich habe ja eben schon gesagt, auch ihr könnt die Box testen, wenn ihr das möchtet. Und zwar indem ich eine Whole Food Box an euch verlose. Und es ist ja schon der passende Ostertee dabei und deswegen passt es ganz gut, da jetzt so ein kleines Ostergewinnspiel draus zu machen. Und zwar, falls ihr teilnehmen möchtet und auch eine Box gewinnen möchtet, ich weiß jetzt nicht genau, ob das die Märzbox sein wird. Alles, was ihr machen müsst, um teilzunehmen, ist, mir einen Kommentar zu hinterlassen, was ihr an Ostersonntag geplant habt. Seid ihr mit eurer Familie? Seid ihr alleine? Seid ihr vielleicht im Urlaub? Was macht ihr an Ostern? Und da das Ganze natürlich an Abonnenten sein soll, seid bitte Abonnent dieses Kanals und schaut auch mal auf bei Whole Food Box vorbei. Ich verlinke euch die Webseite natürlich und auch nochmal den Instagram-Kanal, denn da sind auch wirklich sehr schöne Aufnahmen zu finden. Ihr habt Zeit bis einschließlich Ostersonntag, den 1. April teilzunehmen und ausgelost wird dann am 2. April, Ostermontag. Und dann werde ich euch auch direkt Mail benachrichtigen, beziehungsweise ich werde euch auf euren Kommentar unter diesem Video antworten. Das war es erstmal für heute. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg beim Gewinnspiel und ich hoffe, ihr freut euch über die Gelegenheit, selbst eine dieser Boxen testen zu können. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und sage bis dann. Tschüss!